Wir sind wieder da mit unserem Livestream und dieses Mal geht es um Stars, genauer gesagt um Radiostars. Und frisch vom Panel habe ich hergeholt den Robert Kratky. Der ist seit 25 Jahren bei Ö3, seit 13 Jahren moderiert er den Ö3 Wecker. Du, jetzt mal Messer auf die Brust, was macht denn einen guten Moderator aus? Vorwiegend einmal, dass er sich nicht als Radiostar bezeichnet. Und ich würde auch, also ich, wenn ich Interviews gebe in Österreich, den Kolleginnen und Kollegen von Zeitungen, sage ich immer, Radiostar ist ein Titel, der nicht passt, den ich auch nicht möchte. Wir sind sowas wie bessere Kellner in guten Restaurants, ja, oder dem Lieblingscaféhaus oder der Lieblingsbar. Wir haben für Menschen ein Angebot parat. Und wenn wir Glück haben und uns lange genug halten im Job, dann gehören wir irgendwann zum Inventar und gehören zu diesem Heimatgefühl. Und das ist das, was dann gemeinhin in der Branche als Radiostar bezeichnet wird. Aber es selbst so zu sehen, ist in den meisten Fällen tödlich, beruflich gesehen. Und warum brauchen denn die Sender so ein Inventar, wie du sagst, so eine Personality, nennen wir es mal so? Es hat mich am Panel ein bisschen geschmerzt, dass es so klang, wie ein schon von der Einladung her, wie ein Abgesang auf auf das Menschliche im Radio. Ich glaube auch, dass das nicht für alle Sender gilt. Ich glaube, es braucht nicht alle Sender Radio-Personalities. Aber wenn du heute ein sehr großes Programm sein möchtest, wenn du das entsprechende Geld hast, das du auch in Ausbildung und Betreuung der Menschen, die für dich arbeiten, stecken kannst, dann ist es deine verdammte Pflicht, zu kapieren, dass Radio nicht ein Medium ist, dass man am ersten mit dem Musikbusiness vergleichen kann oder dass das Infobusiness als das Infobusiness gelten sollte oder als das Servicebusiness, sondern wir sind im Menschen für Menschenbusiness. Und das Menschliche dazu kurz kommen zu lassen in der Moderation wäre ein fataler Fehler, weil das ist unser USP am Ende des Tages für jeden Sender, der sich so etwas leistet. Dazu muss man das auch zulassen und dazu muss man den Zauber guter Moderation, die dich direkt übers Ohr ins Herz oder ins Hirn trifft oder auch manchmal in die Magengrube, einfach auch wollen und fördern und die Menschen ausbilden und manchmal Dinge zulassen. Das ist wahnsinnig wichtig, denn sonst geht der Zauber verloren und dann wird Radio tatsächlich ein reines Konkurrenzmedium zu Kanälen wie Instagram, Facebook, Musikabspielstationen wie Spotify und Ähnlichem. Und ja, dann sind wir austauschbar. Wofür stehen wir dann noch? Also ich glaube, das Menschliche im Radio zu kurz kommen zu lassen, wäre ein fataler Fehler. Wie stehst denn du dazu? Wie viel Individualität ist denn überhaupt erlaubt jetzt im Radio? Da gibt es ein altes Sprichwort, erlaubt ist, was gefällt. Ja, also ich würde mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten, die du dir als junger Radiomacher vor Augen führen kannst. Zwei Wege. Ja, und nicht drei und nicht vier, es gibt zwei. Ja. Entweder glaubst du an das, was du tust, ja, oder du machst das, was die anderen sagen. Wenn du jemand bist, der das macht, was andere sagen, bist du vielleicht im Medium Radio eh nicht besonders gut aufgehoben. Wie stehst du denn zum Thema Nutzereinbindung, also aktive Nutzereinbindung? Das ist ein wahnsinnig lustiges Wort, aktive Nutzereinbindung. Du meinst Menschen? Genau, aber eben... Also Hörerinnen und Hörer. Ja? Tatsächlich ja. Richtig, die Einbindung der Hörer ist schon wichtig, aber die Einbindung der Hörer funktioniert nicht automatisch, indem wir Hörer jetzt on air schalten oder mit ihnen irgendwie die lustigsten Stunts auf Sendung machen. Die Einbindung der Hörer funktioniert schon in dem Augenblick, wo ich als Radiomoderatorin, als Radiomoderator die technische Barriere des Radios überwinde und direkt zu Menschen rede. Ja? Also dieses direkte Menschenansprechen, ja? Dieses direkte... Ich spreche jetzt nicht was, damit mein Chef hört, ich spreche jetzt nicht was, damit mein Studio mitlacht, sondern ich spreche jetzt zu den Menschen da draußen. Die schwierigste Übung, die es für einen Moderator gibt, ich habe Jahre gebraucht, damit es irgendwann mal Klick macht. Jahre. Es war so schwer und ich hab schon geglaubt, das gelingt mir nie. Ja, und plötzlich hat es funktioniert. Das ist das eigentliche Einbinden von Menschen. Und eigentlich bindest nicht du die Menschen ein, sondern die Menschen binden dich ein. Und das ist auch eine Haltungsfrage. Ja? Der Ober ist ja auch nicht, es kommt ja auch nicht im Kaffeehaus. Sagt man in Deutschland auch Ober, ja, oder? Der Ober im Kaffeehaus oder der Kellner? Ja, beides. Der Kellner kommt ja auch nicht irgendwie her und sagt irgendwie, ja, das ist aber nett, dass Sie wieder mal da sind, fühlt sich wie zu Hause. Ja? Sondern er dient sich an, er macht ein Angebot. Ja? Du bist als Gast willkommen.
Und das ist die Haltung und das ist die Einstellung, die du als Radiomoderator, als guter Radiomoderator, vollkommen egal in welchem Genre, das kann auch ein sehr verrücktes sein, immer im Hinterkopf behalten solltest. Dieser Respekt vor den Menschen. Die Menschen binden dich ein und du bist dankbar dafür und verneigst dich am Schluss recht höflich. Alles klar, vielen Dank, Robert Kratky. Ganz herzlich, Dankeschön.